Dirk und ich. Ich bin auf der sogenannte Waldmensch. Ich sehe mich aber nur als Waldmensch-Anfänger, weil es gibt noch ganz viel zu lernen, was ich noch nicht kann. Aber ich kann schon ohne Staat und Geld leben. Und so, dass ich mit anderen Menschen nur noch in Liebe Geschenke austausche. Das kann ich schon. Ich bin sozusagen ein vorweggenommener Endzeit-Kommunist. Jeder, der sowas mitmachen will, ist bei mir richtig. Ja. Ja, also erstmal Einladung an alle, wer was über mich wissen will, zum Beispiel auf die-schenker.de. Da kann man viele Informationen finden. Und mal konkret zu den Piraten, Piratenpartei. Auf Facebook haben sich etliche von diesen Piraten oder Parteiabteilungen da auch als meine Freunde bei mir gemeldet oder abklicken lassen. Aber wenn ich dann versucht habe, Kontakt aufzunehmen und ich habe gesagt, liebe Leute, ihr seid doch auch so revolutionär hier, lasst uns doch mal überlegen, was ein ganzheitliches Alternativmodell sein könnte, auch mit anderen Entscheidungs- und Verteilungsstrukturen, dann bin ich da oft auf irgendwelche Abstellgleise, so Nebengleise geschoben worden von den Leuten, an die ich mich bisher gewendet habe und habe da kein echtes Interesse dran festgestellt. Also weiß ich jetzt nicht, ob die ganze Piraterei dann so ein bisschen nur, ich sag mal, rummotzen am Gesellschaftssystem ist, ohne eine wirkliche Alternative entwickeln zu wollen, oder ob der Bereitschaft für besteht, zumindest sowas gemeinsam mal zu durchdenken. Wenn ja, wiederum herzliche Einladung. In mir kann man jemanden finden, der da mit ganzem Herzblut auf der Suche nach so einem ganzheitlichen Alternativmodell ist. Ich fasse es gerne so zusammen. Lasst uns Konsensgemeinschaften global in Thailand als Weg zu globaler Konsensdemokratie. Also nochmal, lasst uns Konsensgemeinschaften global in Thailand bilden als Weg zu globaler Konsensdemokratie. Also friedliches Teilen unter den Menschen, damit wir dann sogar auch ans Ganze denken. Herzliche Einladung. Ich suche, wie nach den Juwelen im Heuhaufen, nach Menschen, die es ernst meinen mit dem Alternativsein. Wir brauchen keine Herrscher und keine Bosse. Über mich bestimmt. Und tschüss. Jo.